Hallo und willkommen zurück zu Perpetual Testing. Heute habe ich eine kleine Testkammer von Mr. Ziege, schon 6 Bewertungen gekriegt. Mittelmäßige Bewertung, okay. Ich habe mir natürlich die Bewertungen nicht durchgelesen, deswegen keine Ahnung, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Mit seiner Kammer sei der Kubus. Dann wollen wir doch gleich mal einsteigen. Mal gucken, was uns denn heute dort erwartet. Mr. Ziege. So, gleich mal hier ein bisschen die Stimmenmuskulatur entspannen. Ja, dann müssen wir dann hier auch ein bisschen besser reden können. Also, ich freue mich schon wieder richtig drauf, hier diese Testkammer auszuprobieren. Mal gucken, ich habe ja schon mitgekriegt, dass ich wohl sehr komische Wege finde, die eigentlich so vom Ersteller öfters mal gar nicht geplant sind. Oh, Cave. Welcome, Test Prisoner, to the Terra 3 Penal Science Colony. Space Criminals, Political Prisoners, Exiled Planetary Leaders. You're here because the galaxy needed a place to put you, and this is it. So, who is ready to stay here until they die? Now, you already met one another on the hyperdrive over, so let me introduce myself. I'm Cave Johnson. I'm the warden around here. Hi, Cave. Okay, also, wir sind anscheinend zu Space-Kriminellen geworden und ich gebe Passwort aber immer auf, sonst machen wir hier die Tür auf und da kommt wieder direkt ein Turm. Also, was haben wir denn hier? Wir haben elektrisches Wasser, Würfel, die auf Platten gelegt werden müssen, Laserstrahlen, runterfallende Würfel, Sprunggel, Umlenkwürfel, Türme, Katapultplattformen und diese lustigen Transportstrahle. Da ist schon der Transportstrahl. Okay, Licht geht an. Hallo und mal sehen, wie das jetzt... Okay, das ist jetzt noch nicht... Also, das ist ja noch klar, okay. Sehe ich so ein. Oder nicht besser hier? Fliegen wir mal erstmal hier hoch. Ja, das ist offensichtlich. Das ist auch nicht schwierig. Turm. Okay. Jawohl, so verstanden. Dann, wie machen wir das denn jetzt? Weil das Problem war jetzt gerade, wenn ich das drauflege, ist das da auch wieder so weit rum. Ah, Moment. Ich habe da eine Idee. Haha. Nämlich, wie ich gesehen habe, ist dort ja auch noch eine Plattform. Gut, dann ist das jetzt durchaus sehr einleuchtend. Hui. Mist. Der ging daneben. Okay, dann muss ich jetzt den Würfel nochmal holen. Und zwar, indem ich das Ganze hier hinlege und mich wieder nach oben bewege. Okay, das ist also eine... zeitliche Begrenzung, die wir haben. Ja? Das heißt, ich muss das jetzt gut timen, damit der Würfel auch von oben da runterfällt. Das ist gar nicht mal so einfach, denke ich mal. So. Jetzt ist das da. Jetzt fliegt er da rüber. Jetzt. Ah, okay, okay. Zählt. Zählt. Muss einfach hier runter und dann da raus katapultieren, ob das funktioniert. Ach, wir versuchen es einfach. Geronimo! Oh oh. Oh oh. Das war knapp, aber hat geklappt. Super, jetzt sind wir hier oben. Als nächstes erstmal haben wir dort das Turmproblem. Ja, okay. Dann nehmen wir uns dem Turmproblem in folgender Art und Weise an, indem ich einfach hier mal die Seite wechsle. Hallo Turm. Von hinten komme und das war's. Bitte lass mich runter. Kann ich dich anmalen? Ja, kann den Turm anmalen. Hehe. Hehehe. Hui, und weg. Boing, boing. Na, mal gucken, wie lange er jetzt hier noch so rumfliegt. Boing. Oh. Na gut, Turm, du kannst dich jetzt hier weiter vergnügen als Flummi. Viel Spaß. Ich gehe weiter. Ich glaube, als nächstes muss ich den Würfel hier hochbringen, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann bringen wir mal den Würfel hier hoch. Ach, du springst hier immer noch rum. Ja, ist alles super. Es ist alles super, Tor. Ups. So, jetzt sind wir hier. Dann kann ich mal den Würfel hier ablegen. Das bringt mir erstmal so weit den Strahl hier zurück. Okay, und mit diesem Strahl kann ich jetzt... Ja, also mit diesem Strahl kann ich jetzt... Verdammt, was kann ich jetzt mit diesem Strahl?
Oh oh. Nee, nee, das war jetzt so nicht gewollt. So, hier, komm. Plattform da. So. Nein, bleib hier. So, ich muss den. Okay, zum Glück gibt es einmal hier Waschwasser. Das finde ich schon mal gut, dass es hier Waschwasser gibt. Das ist schon mal hilfreich. Ich weiß jetzt echt nicht, was das denn bringt. Was bringt das denn, wenn ich den jetzt beispielsweise hier drauf lege? Ist das ein Unterschied? Leg ich drauf. Dadurch entsteht dort. Naja, so ein. Ah ja, das habe ich so verstanden. Okay. Ups. Ach so, ja. Okay, ich habe hier natürlich, hier hat man natürlich viel Gel produziert, wenn immer mehr reinfällt und es gleichzeitig hochfliegt. Das müsste eigentlich ins Unendliche gehen. Na gut. Gut. Soweit, so gut. Jetzt haben wir dort zumindest schon mal Gel. Dann kann ich das Ganze hier rüber transportieren. Und die andere Seite aktivieren, was auch immer sie bringt. Das weiß ich ja noch nicht, was die andere Seite so bringt. Aber ich glaube, ich komme jetzt hier noch nicht hoch, oder? Ah, nee, nicht ganz. Okay. Aber. Was ich kann. Oh. Oh, anscheinend haben wir jetzt langsam die maximale Menge Gel ausgeschöpft. Block. Und Block. So, jetzt müsste ich hier eigentlich. Komme ich da rein? Nein? Mist. Okay, da komme ich nicht rein. Da machen wir es anders. Bringt's das? Nein, das bringt's auch nicht. Wie kriege ich das denn jetzt da hoch? Turm. Der rastet auch immer mehr aus. Ja, gut. Ich muss jetzt echt überlegen. Also irgendwie bin ich momentan nicht so ganz der Superman, wie ich mir das denke. So richtig schlau bin ich jetzt nicht. So, jetzt komme ich zumindest darüber. Ich denke, jetzt haben wir dadurch genug Höhe, um da drüben hinzukommen. Hoffe ich. Ob das klappt, werden wir sehen. Geronimo! Oh ja, die Höhe reicht, die Höhe reicht, die Höhe reicht. Oh, sie reicht. Perfekt. Kann man hier aber speichern. So, hier jetzt. Ist das jetzt einfach nur draufspringen? Okay. Kann ja nur schief gehen. Hui! Ups. Ups. Okay. Ja. Habe ich so verstanden? Habe ich alles so verstanden? Okay. Ja. Nehmen wir den Würfel hier mal mit. Okay, das war falsch. Ja, gut. Wofür war das jetzt? Ich muss doch irgendwie den Lenkwürfel hier hinkriegen. Hä? Hä? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen schlauchig. Also jetzt stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch. Wie zur Hölle kriege ich das denn jetzt darüber? Ich meine, okay, das hier sehe ich ja schon, dass ich alles blau anmalen soll. Ja, das habe ich ja schon erkannt. Das kann man vielleicht jetzt direkt mal machen, damit man das ja auch hinter sich hat. Ja, dann setze ich hier einfach mal das Portal hin und dann fange ich hier an. Mal da, dort, dort. Einfach so ein bisschen rüber. Alles anmalen. So, dann machen wir hier genauso weiter. Einfach einmal durchklicken, damit auch wirklich alles angemalt ist. Das macht es am einfachsten. So. Dann kann ich hier einfach den Walljump machen. Und sollte ich ja wohl bis zum Ende kommen. Na, habe ich doch gesagt. So, jetzt bin ich hier bis zum Ende gekommen. Aber jetzt ist nämlich das Problem. Und was jetzt? Oh, oh, warte. Da was gesehen. Oh, oh, oh. Ja, oh ja, oh ja. Ich weiß was. Hehehe. Nee, das klappt nicht. Mist. Vielleicht doch. Ich meine, ich komme ja. Also dort kriege ich das ja hin. Mit so einem gezielten Sprung. Jetzt brauche ich hier nur noch irgendwo eine Portalfläche, die ich dann dran kann.
Beispielsweise, ich glaube, da vorne war einer. Ich das richtig gesehen habe. Hier. Ja, hier war ein. Turm? Den hast du zerlegt. Ja gut, Turm. Das war's dann auch für dich. Jetzt stehe ich echt so ein bisschen auf dem Schlauch, wie ich jetzt hier weiterkomme. Ich meine, das hier ist auch kein Portal. Doch, das ist eine Portalfläche. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hier ist tatsächlich eine Portalfläche. Ups, das war die falsche Farbe. Okay. Ja. Mhm. Jetzt bin ich hier, ja. Schön. Ah, ja. Jetzt müsste ich nur noch irgendwie diesen Würfel da hier hinholen. Aber wie? Vielleicht? Nee. Irgendwie nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder? Ah, Moment. Ah, warte mal. Ah, jetzt fällt mir was auf. Ja, genau. Ah, jetzt muss ich mal ein bisschen denken. Ja, dann muss ich mal ausnahmsweise mein Hirn anstrengen. Dann nehme ich mir hier den Würfel einfach wieder mit. Oder lege ich den auf die andere Seite? Was macht er das hier denn nochmal? Was macht er doch? Ach ja, genau, das macht er da die Fläche. Okay. Nö, dann nehme ich jetzt hier einfach den Würfel mit. Leg den rüber. Duck. Ah, habe ich das hier zumindest schon mal? Habe ich den Würfel hier drüben? Jetzt kann ich nämlich hier rüber und mich noch einmal da durchkatapultieren lassen. Ja, dass ich dann auf der anderen Seite bin, damit ich danach den Würfel, den ich dort hier hing, abgelegt habe. Jetzt hör mal hier auf, so rumzufliegen. Wups. Und wusch. Und jetzt geht's raus. Na, genau. Dann kann ich das eben hier, kann ich den Würfel hier einmal holen und den hier drauf ablegen. So wie ich es ja wollte. Dadurch ist jetzt hier das ausgegangen. Perfekt. Genauso wie ich es wollte. Da muss ich jetzt hier nur noch die... welches Portal muss ich setzen? Das blaue. Das ging ja jetzt einfacher als gedacht. Also... Okay. Sehe ich ein. So, jetzt kann ich mir den Würfel hier ganz gemütlich im Vorbeifliegen schnappen. Na, komm her. Ich krieg dich. Du hast keine Chance. Würfel, du hast keine Chance. Dich krieg ich. Mist. Jetzt aber. Hehehe. Ich hab gesagt. Ups. Damit kann ich jetzt. Oh. I see. Kann ich den einfach hier drauflegen? Tatsächlich, das reicht. Blau. Dort. Und? Was kann ich denn noch? Tja. Weiß gerade nicht, was ich denn noch kann. Ich kann jetzt nochmal hier rüber gehen. Und ich glaube, ich habe ja noch dieses Transport, diesen Transportstrahl. Oh ja, gesehen. Jawohl, gesehen. Gesehen. Ich muss nochmal zurück. Ich muss den Würfel nochmal mitholen. Ja, transportiere mich mal rüber. Danke. Welchen Würfel nehme ich denn? Den da. Komm raus. Und einmal drauflegen. Damit ich dann hier einmal das dort und einmal dort. Und jetzt müsste ich einfach hier rüber transportiert werden können. Und ich bin da. Hehe. Danke. Na, komm, lass mich hier durch. Perfekt. Tja, damit hat es geklappt. Gerade mal eine Viertelstunde hat das Ganze gedauert. Boah, war ja diesmal doch ein bisschen länger. Ja, und hier, hail den Türmen, hail den Türmen. Ab in die Schlafkabine. Gute Nacht. Ja,
Mal was war auf jeden Fall interessant. Ich habe, wie man gemerkt hat, an der einen oder anderen Stelle mal wieder ein bisschen länger gehangen, ein bisschen länger gedauert, bis ich gecheckt habe, was ich überhaupt machen soll. Wahrscheinlich sitzen da wieder Leute vor, schlagen sich die Köpfe zusammen, ja, die Hände über den Kopf zusammen, denken sich nur, oh, nein, was machst du da? Was mich interessieren würde, an den Ersteller, falls er das sieht, gib mir mal bitte in den Kommentaren Bewertung darüber oder schreib mal kurz, ob ich die Kammer denn so gelöst habe, wie sie gelöst werden sollte. Oder ob ich schon wieder irgendwelche unerwarteten Wendungen, Lösungen gefunden habe oder nicht. Also die Kammer hatte zumindest schon mal keine Fehler. Das war schon mal super. Zumindest ist mir keine aufgefallen. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr wichtig. Ich habe hier schon ein paar Testkammern gekriegt, die wirklich fehlerhaft waren, die ich deswegen auch nicht hochgeladen habe, weil es einfach nicht anders ging. Daher gibt es auf jeden Fall schon mal den Daumen hoch. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vor allem, dass man diesen einen Würfel immer wieder mitnehmen musste irgendwie. Das fand ich super. Gut, für die anderen, die es jetzt zugesehen haben. Wenn ihr eine eigene Testkammer habt, schickt sie mir ein. Ja? Benennt sie einfach genauso, wie es hier ist. Gigaplex LP, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen und danach der Name eurer Testkammer, damit ich das im Community Workshop auch finde. Da gebe ich nämlich einfach unter der Suche Gigaplex LP ein und dann habe ich das schon. Dann finde ich eure Testkammern auch. Und dann werde ich sie auch entsprechend testen und hier einmal vorführen. Mal schauen, ob ihr mich da auch komplett fertig machen könnt. Ich warte immer noch auf die Testkammer, die funktioniert und ich einfach nur zu blöd bin, die richtige Lösung zu finden. Ah, gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf weitere Einsendungen und bis dahin, testet nicht so viel.